Schön, dass ich dich wieder auf meinem Kanal begrüßen kann. Nach langer Zeit geht es mal wieder um ein Smartphone. Warum ich das an dieser Schlaufe halte, das hat seinen guten Grund. Das werde ich euch im Laufe des Videos sicherlich noch verraten. Es ist schon ein reichliches halbes Jahr her, da habe ich euch genau dieses Smartphone in einem Unboxing vorgestellt und euch damals versprochen, dass ich weitere Videos folgen lassen werde. Und das ist jetzt das Feature Review und ich verrate noch nicht zu viel, wenn ich euch sage auch, dass der IP68 Wasserbad-Test ist bereits in Vorbereitung. Auch der wird in Bälde erscheinen. Also schön dranbleiben und jetzt geht es um die Eigenschaften. Ja, wenn ich immer mal hier runter schaue, hat es einen guten Grund. Hier unten läuft dann der Rohschnitt des Videos und den kommentiere ich jetzt. Also beginnen wir. Zunächst zeige ich euch, wie man ein Display entsperrt bei diesem Smartphone. Ihr seht, das hat zwei Möglichkeiten zum Entsperren des Displays. Neben dem Code kann man natürlich auch einen Fingerabdruck-Sensor-Entsperrung realisieren und man kann außerdem natürlich das Display auch über das Gesicht entsperren, also über die Gesichtserkennung entsperren. Und das passiert jetzt. Man kann das ein klein wenig konfigurieren. Man kann es über die Gesichtserkennung entsperren, wenn man das Display aktiviert, beziehungsweise man kann es auch entsperren, indem man das einfach mit diesem Augensymbol da unten auslöst. Also das funktioniert ausgezeichnet, liebe Freunde. Das sind zwei gute Methoden, die sicher und gut funktionieren. Gleich zu einem weiteren Feature. Das Ding hat natürlich auch eine Message-LED. Das ist immer ganz wichtig zu erwähnen. Manche haben das eher nicht. Manche sind gar nicht Freund von solchen Message-LEDs. Das hat eine Message-LED, die blau leuchtet, wenn eine Nachricht verpasst worden ist und die grün oder rot leuchtet während des Aufladevorgangs, je nachdem, wie der Ladezustand des Smartphones ist. Übrigens lässt sich auch wireless aufladen, also drahtlos aufladen. Das Display, ja, das Display, liebe Freunde, das ist schon immer eine Betrachtung wert. Zunächst erst einmal habe ich euch ja die Daten eingeblendet. Schauen wir uns ein klein wenig an, was man noch alles machen kann. Wir haben also hier dunkles Design zur Verfügung. Wir haben ein Nachtlicht zur Verfügung. Das sind Dinge, die mir ans Herz mittlerweile gewachsen sind. Ihr seht ja also, wenn es dunkel ist oder wenn man schlafen will, dann hat es die Möglichkeit, das ein klein wenig gelblich leuchten zu lassen. Ja, man kann sogar nach einem Zeitplan das Ding hinterlegen. Aber zum Display gehört ja an und für sich noch eine ganze Menge mehr. Schauen wir uns mal das User Interface an. Ja, liebe Freunde, wir haben zwei Möglichkeiten jetzt. Wir haben natürlich einen App-Drawer zur Verfügung oder wir haben eine Default-Einstellung zur Verfügung. Ich habe es jetzt eingestellt, das werde ich euch gleich noch zeigen, auf diese Wischgesten. Das heißt also, ich habe hier unten gar keine Tasten mehr, beziehungsweise Tastensimulationen. Man kann das natürlich auch ändern. Man kann das so einstellen, dass man wieder die üblichen Tasten hat. Aber ihr seht, das funktioniert auch über die Wischgesten ziemlich gut. Hier kann man einstellen, hast du einen Abdrawer oder hast du keinen Abdrawer? Was ist ein Abdrawer, liebe Freunde? Der gestattet dann die Shortcuts der einzelnen Applikationen auf einzelne unterschiedliche Bildschirme zu verteilen und sogar mehrfach zu verwenden. Wenn man nur den Homescreen hat, dann sammeln sich alle Apps der Reihe nach auf einzelnen Schirmen. Hier kann man das Layout verstellen. Hier stellt es wieder auf meinen App-Drawer zurück. Und hier an der Stelle verstellt man dann entweder das Nutzen der virtuellen Tasten da unten, der Bildschirmtasten oder den Gestenmodus. Mir persönlich gefällt diesen Gestennavigation viel, viel besser. Deshalb stelle ich die dann auch wieder zurück auf die Gestennavigation. Mit der bin ich im halben Jahr ganz gut zurande gekommen. Die Navigationsleiste, wenn man die nutzt, kann man auch verbergen, also ausblenden.
Ja, Tasten. Hier ist noch eine zusätzliche Taste dran. Hier wird es als einfache Taste bezeichnet. Die kann man verschiedenartig konfigurieren: Einzelklick, Doppelklick oder langes Drücken. Und hier hat man die Möglichkeiten, den einzelnen Modis die Shuttles zuzuweisen bzw. eine abzuzuweisen. Da ist dieser SOS-Modus sehr interessant. Den zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe also hier den SOS-Modus auf gedrückt, halten gelegt. Und wenn ich da lange drauf drücke, dann navigiert das Ding in den SOS-Modus. Was ist SOS-Modus? Den kann man konfigurieren. Das ist natürlich ein Notmodus, der Benachrichtigungen verschiebt. Wo kann man das konfigurieren? In der intelligenten Unterstützung kann man dann diesen Notruf kalibrieren bzw. einrichten. Man kann eine Textnachricht hinterlegen. Man kann die Liste der Benachrichtigten hinterlegen. Ich habe hier mal die Mailbox hinterlegt. Das ist natürlich nicht sehr sinnvoll, das zu tun. Und man kann natürlich auch die Häufigkeit einstellen, wie oft soll denn dieser Notruf abgesendet werden. Ich habe eine Weile warten müssen, bis die Sonne scheint. Heute scheint sie. Ich habe auch ein klein wenig Schnee hier in der Umgebung. Und deshalb werde ich mich jetzt mal diesem Display widmen. Ich messe das ja immer aus und dann mache ich einen Härtetest bei hellem Tageslicht. Ja, nun schauen wir uns das mal an, mit Hilfe des kleinen Programms, was ich da ausgegraben habe. Da schauen wir uns einfach nur mal die Farbtafeln an und ich blende euch jetzt die Werte, die Messwerte ein und da kann man jetzt schon erkennen, dass die Helligkeit doch relativ gut ist. Also das ist schon ein Wert, der hier für das Weiß angezeigt wird, der weit über den normal anderen Displays liegt, zumal auch das Schwarz ausreichend gut ist. Also ausreichend Kontrast ist tatsächlich auch vorhanden. Ein Härtetest ist ja, wie gesagt, dann immer die Kamera. Da gehen wir doch mal rein in die Kamera. Kann ich erkennen, was ich fotografiere? Ja, ich kann es gut erkennen. Das Motiv ist erkennbar. Natürlich wollen wir da gleich mal eine Aufnahme machen und dann schauen wir uns die auch hier in der Galerie an. Und auch das ist alles gut erkennbar. Ja, soweit zur Helligkeit des Displays. Wollen wir uns jetzt ein wenig um das System bemühen? Da zeige ich euch ganz kurz, welche Hauptkennwerte dieses System hat, also die Firmware und die Hardware hat. Ich hatte euch das ja schon im Unboxing etwas angedeutet. Ja, es ist ein Octa-Core-Prozessor verbaut, ein SoC mit 8 Prozessoren, die auch einzeln genutzt werden können. Eine leistungsfähige Grafikeinheit ist verbaut. Android 10.0 kommt zur Anwendung. 8 GB RAM haben wir zur Verfügung und einen sehr großen 128 GB großen ROM-Bereich, den man notfalls auch erweitern kann. Das waren jetzt die Kameras. Da zeige ich euch im letzten Teil des Videos noch etwas genauer zu diesen Kameras. Kommunikation ist natürlich ganz wichtig. Weltweites Modem ist da drin. Also da habt ihr nirgendwo eine Einschränkung. In Deutschland sind erstmal alle verfügbaren Bänder da. Auch mit hoher Empfindlichkeit. Die messe ich hier einfach einmal aus. Ich bin in einem Zimmer und ich bin etwa 1000 Meter von einem Sendemast entfernt und habe noch vollen LTE-Empfang, natürlich im Band 20. Das ist das Wi-Fi. Das hat also insgesamt zwei Möglichkeiten. 2,4 und 5 GHz Wi-Fi ist vorhanden. Auch mit hoher Empfindlichkeit, mit hoher Stabilität. Das kann man hier gut schauen. Und ich mache einfach auch mal einen Geschwindigkeitsversuch. Das hängt natürlich sehr von eurem Provider ab. Aber es werden hier eben durch das Wi-Fi 5 auch die entsprechenden Geschwindigkeiten des Providers weitergereicht. Hier seht ihr, das sind unterschiedliche Messwerte, je nachdem, wie nah ich meinem Router eben gekommen bin. Aber es gibt da keine Einschränkungen. Natürlich telefonieren ist ganz wichtig. Sobald eine neue Nachricht auf Hier Ihrer ist der Mailbox Lautsprecher, eingegangen der ist, hinten werden sich Sie über eine befindet. Kurznachricht Man im kann auch Display per aufzeichnen. Telefons informiert. Um die Konfiguration Ihrer Mailbox zu ändern, drücken Sie die 9. Für Hilfe die 0. Und Und natürlich zum das Beenden aufgezeichnete legen Signal auch Sie einfach abspielen. auf. Zum Beenden Schauen wir uns mal legen Sie die einfach auf. Mikrofonempfindlichkeit an.
Da bin ich sehr enttäuscht, liebe Freunde. Ich habe ja keine Möglichkeit, mit hoher Qualität Ich nehme aufzuzeichnen, dann jetzt soll ich dann so eine ein externes Tonaufnahme im Programm Rahmen eines Reviews installieren. auf. Aber ihr Ich hört ja selbst, spreche die Qualität der auf Tonaufzeichnung ist in nicht Richtung sonderlich gut. Unterseite. Ich spreche in Richtung Rückseite. Ich nehme jetzt eine Tonaufnahme im Rahmen eines Reviews auf. Ich spreche auf in Richtung Unterseite. Ja, Ich da spreche werde ich das gleich in ein Richtung YouTube euch Rückseite. zeigen. Das ist das Unboxing-YouTube, was ich Haben also Sie sich schon darüber ins Netz gestellt habe. Und da jemals könnt ihr Gedanken auch die nehmen Tonqualität müssen? begutachten und Also auch im Großen und die Ganzen muss ich natürlich Bildqualität. Funktioniert einstimmen. natürlich Die große tadellos, auch kein brennende Frage Lautsprecher. ist ja, Und gibt wie hier das ist der nötige SIM-Schacht Signal weiter. beschaffen? Und den holen wir uns jetzt gleich mal raus. Das geht hier kinderreich mit diesem Spielzeug. Holen wir uns den Schacht mal raus und schauen wir uns den mal an. Ja. Die Sensoren, das ist natürlich eine volle Palette von Sensoren. Ich habe es euch hier einfach mal aufgelistet. Das Einzige, was ich vermisse, ist ein Drucksensor, ein Luftdrucksensor, den gibt es nicht. Es gibt auch so eine Toolbox, da kann man die Sensoren auch geschickt nutzen. Es gibt auch einen Kompass, der gut und sicher funktioniert. Der muss natürlich vorher ein wenig kalibriert werden durch diese berühmt-berüchtigte 8. Also ihr seht, der funktioniert dann schon sehr gut und zuverlässig. Ja, zum Outdoor-Handy-Desk gehört natürlich auch eine Navigation. Ich habe jetzt eine Fußgängernavigation im Blick. Das ist also meine Ausgangssituation, währenddessen ich hier laufe und mich unter freiem Himmel bewege. Wir haben hier alle möglichen Satelliten im Blick. Natürlich auch ein Galileo ist dabei. Beidou, GLONASS und GBS. Dann navigieren wir jetzt mal mit G-Maps. Das habe ich also schon vorbereitet. Das ist eine Fußgängernavigation eines kleinen Stückchen Weges. Und das beobachten wir jetzt einfach. Natürlich raffe ich das jetzt etwas in der Zeit. Das heißt also, das ist ein kleiner Zeitraffer. Sonst wird das Video zu lang und ihr verliert die Geduld. Was man hier gut sehen kann, ist, dass er eben sehr flott seinen Weg findet. Er bleibt sehr genau. Das heißt also, sind ja kleine Straßen. Die Genauigkeit ist groß. Die Position wird mir ziemlich genau in den einzelnen kleinen Straßen angezeigt und ich kann bequem meinen Kurs verfolgen. Jetzt werde ich gleich an eine Stelle kommen, da weiche ich von dem Kurs etwas ab. Das hat einfach den Grund, weil ich eine kleine Abkürzung wählen werde. Die ist GMAPS eher nicht bekannt. Also jetzt merke ich, da gibt es einen kürzeren Weg, den ich natürlich kenne. Das sind kleine Stufen hinter der Apotheke und da verkürzt sich die Strecke zum Ziel ganz wesentlich. Aber er wird versuchen, gleich wieder eine Route zu ermitteln. Jetzt meint er, okay, geh mal da lang. Dann findest du den Weg zum Ziel. Ich kenne da noch eine Abkürzung und bin sehr zufrieden mit der Genauigkeit und der Flexibilität dieser Satellitennavigation. Jetzt bin ich am Ziel angekommen. Schauen wir noch mal auf das Satellitensignal. Hat sich da was Wesentliches geändert? Nein, hat sich natürlich nun auch nichts wesentlich geändert. Das ist genau noch so hervorragend stark. Also ihr merkt schon, auch eine Fußgängernavigation ist total möglich mit Hilfe dieses Outdoor-Smartphones. Ja, die Kamera, liebe Freunde, das ist natürlich das Herzstück und für meine Begriffe auch das Prachtstück an diesem Smartphone. Wir haben hier vier aktive Bildsensoren durch vier unterschiedliche Objektive verbaut. Das ist zunächst die Rückkamera. Ich habe es euch einfach hier mal gelistet. Im Hintergrund seht ihr auch eine schöne Aufnahme. Und ihr seht auch
links die Infrarot-LEDs, die das Smartphone natürlich für Nachtaufnahmen hat. Das ist die Frontkamera, auch die hat einen sehr leistungsfähigen Sensor verbaut, von Samsung verbaut, der auch im HD-Format Videos aufzeichnen kann. Schauen wir uns dann ein klein wenig in der Kamera ab, was kann die, was muss man dabei beachten. Ich tue euch da immer mal so ein paar Bilder einblenden dafür. Das sind die vier LEDs für das Flashlight, Blitzlicht, das ist der Nachtmodus mit Infrarot aufgenommen und einmal mit Blitzlicht aufgenommen. Einfach da auf diesen Nachtmodus navigieren und dann hat man den. Das sind die einzelnen Modis, in die man kann. Makro Kamera ist natürlich auch vorhanden. Eine super klare Bildqualität bedeutet, hier macht kein Pixel-Pinning erfolgt, sondern es wird hier insgesamt 87 Megapixel genutzt. Dann hat man natürlich auch verschiedene Sonderfunktionen. Man kann den Scanner nutzen, der ist also in dieser Foto-App versteckt. Das künstliche Intelligenz-Interface, mit dem gelingen hervorragende Aufnahmen. Hier seht ihr so Besonderheiten. Das gefällt mir auch besonders gut. Mit großer Öffnung, sogar bei der Frontkamera, kann man also eine Tiefenschärfe erzeugen. Man kann natürlich auch vergrößert fotografieren. Und das Schönste ist, man hat hier auch ein Weitwinkelobjektiv zur Verfügung, welches tatsächlich gute Aufnahmen macht. Da habe ich euch ein paar eingeblendet. Also da sind die Aufnahmen überzeugend, zumindest keine großen Verzerrungen. Das hat man nicht immer bei diesen Weitwinkelaufnahmen. Doji hat es hier gut gelöst, könnt ihr euch ja selbst von dieser Qualität überzeugen. Ja, was haben wir noch? Natürlich Einstellungen. Da schauen wir mal nach, wie groß können wir jetzt Fotos auslösen. 48 Megapixel kann man auslösen. Diese Videoqualität ist 4K für die Rückkamera. Das ist natürlich auch ganz besonders gut. Hier ein paar Aufnahmen. Doji hat dann immer ein Problem mit der Standard-App und den automatischen Fokus. Das funktioniert auch diesmal nicht. Da müsst ihr mit der Hand nachfokussieren oder eine andere Foto-App nutzen. Das sind schon für mich überzeugende Aufnahmen, selbst wenn der Autofokus hier nicht funktioniert. Aber wenn ihr dann danach fokussiert durch Touch, dann seht ihr sogar wieder die Ameisen klar übers Bild laufen. Ja, schauen wir noch weiter uns um. Natürlich hat das auch eine Frontkamera, auch die kann Videos aufzeichnen, allerdings nur in Full HD, nicht in 4K. Ist ja nur ein 16 Megapixel Chip von Samsung verbaut. Eine interessante Möglichkeit sind auch die Zeitrafferaufnahmen. Da könnte man denken, dass man immer selbst auslösen muss, und das macht es aber nicht, sondern hier werden Bilder aufgezeichnet in Abständen von 1 Sekunden und die werden dann zu einem Video zusammengebaut, und wenn man das Video abspielt, hat man diese Zeitrafferaufnahmen dann tatsächlich. So, könnt ihr gleich abspielen und da seht ihr, wie schnell dann die Bewegungen sind. Finde ich auch nicht schlecht. Und zum Abschluss hier noch ein paar schöne Aufnahmen, die mir besonders gut gefallen haben. Nachts ist das natürlich ein bisschen schwierig. Gegenlicht funktioniert total gut. Und diese super klaren Bildaufnahmen sind natürlich auch hervorragend. Noch ein kleines Video von der Selfie-Kamera. Und jetzt komme ich gleich zu meiner Zusammenfassung. Genauso kann ich natürlich mit der Frontkamera ein Video aufzeichnen, allerdings nicht im 4K-Format, sondern das geht hier nur im 1080p-Format, also im Full-HD-Format. Und das sollte ein kleines Beispiel sein, wie die Frontkamera ein Video aufzeichnet. Ja, jetzt kommen wir auf das Pencil zu sprechen. Einige meiner Abonnenten haben gesagt, hat das Ding auch eine Schlaufe? Warum fragen die danach? Es gibt Leute, die das im Kanu zum Beispiel benutzen und die
haben da natürlich einen großen Vorteil, wenn sie diese Schlaufe nutzen, ums Handgelenk binden, dann können sie das nicht verlieren. Was hat mir gefallen? Was hat mir eher nicht so gefallen, liebe Freunde? Das ist immer nicht so toll interessant. Meistens bildet ihr euch ja ein eigenes Urteil. Ich blende deshalb hier noch ein paar Messwerte ein, die für euch vielleicht interessant sein könnten. Es hat mir eigentlich alles gefallen, bis auf das, dass dieser Auto Fokus bei Video nicht funktioniert, da muss man dann eine andere abnehmen oder mit der Hand nachfokussieren. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ansonsten sind die Kameras ein Prachtstück. Die haben mir total gut gefallen. Die sind total gut diesmal geworden. Auch die Kantentiefenschärfe funktioniert ausgezeichnet. Das ist mal ganz wichtig. Alle anderen Werte sind natürlich Prozessor und SOC. Spezifisch, dass ich das Ding ins Wasserbad haue, hatte ich euch ja versprochen. Das habe ich schon gemacht. Ich muss das Video nur noch schneiden. Hat es natürlich sicher überstanden, sonst hätte ich euch ja dieses Feature-Videos eher nicht drehen können. Deshalb bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich will es nicht allzu lang werden lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und schaut euch die Videos an. Und wem es gefallen hat, dem bitte ich natürlich auch um ein Abo oder um einen Daumen nach oben. Wer Fragen hat, ab in die Kommentare. Das Ding bleibt bei mir, ist in meinem Besitz, wird noch länger genutzt. Also ich kann euch dann auch andere Fragen gern noch beantworten. Ciao!